Dank. Das ist freundlich. Sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Das große Ereignis in diesem Sommer, die Sonnenfinsternis, oder wie wir die Astrologen sagen, Sophie. Sophie. Wir werden das an diesem heutigen Abend ausführlich würdigen. Wir haben ein zweites sensationelles Naturschauspiel für Sie heute Abend, das wir einfangen und übertragen werden, das die Welt noch nicht erlebt hat. Seien Sie gespannt. Die Arbeit hat für viele schon wieder angefangen. Und die häufigste Frage, wenn es jetzt heißt, wieder mit oder ohne, bezieht sich wieder auf Zucker im Kaffee und nicht mehr das Kondom. Mit oder ohne? Die Lieblingsanmachsprüche der Männer in diesem Urlaub waren welche? Meine Frau hat mich verlassen. Oder deine Augen sind so tief und klar wie ein Bergsee. Hier, meine Adresse von zu Hause. Ja, oder? Ja, ich arbeite bei der Harald Schmidt Show. Gut, das, ja, nein, nein, Moment, Moment. Das hat in südlichen Gefilden, südlich des Äquators, gut funktioniert. Aber hier tut man sich dann natürlich nach wie vor ein bisschen schwer. Die beliebtesten Sprüche, die ich im Flieger gehört habe, waren auf der Hinreise. Ey, Kalle, hoffentlich entdecken Sie die Bombe nicht. Und auf dem Rückflug war es welcher? Richtig. Nur gebrennt, gesoffen und gefickt. Wir haben heute eine, lassen Sie mich untertreiben, eine explosive Gästemischung für Sie. Chefreporter beim erfolgreichsten Fußballsender der Welt mit Rekordeinschaltquote am letzten Samstag in die 37. Bundesliga-Saison gestartet. Er ist einer der beliebtesten Sportreporter in Deutschland und ist zum sechsten Mal in dieser Woche, nein, seit Bestehen der Sendung, heute Abend bei uns zu Gast. Unser Freund Jörg von Torra! So kenne ich ihn, Millionen. Und mein zweiter Gast wird Begeisterung auslösen bei den Fans vom Marienhof. Eine junge, sehr aparte, äußerst attraktive Schauspielerin. Blutjunge, 22 Jahre alt. Seit Mai erst in diesem mörderischen Geschäft, das wir Showgeschäft nennen. Noch sieht man ihr es nicht an, meine Damen und Herren. Heute Abend noch frisch und unverwelkt bei uns zu Gast, Celia Kim. Und das ist das Großartige. Ein neuer Mitarbeiter. Wir haben uns gedacht, nach 3,5 Jahren, da müssen wir einmal eine große, auffällige Neuerung machen. Sat.1 hat einen neuen Mitarbeiter engagiert, der mir assistieren wird in Zukunft am Schreibtisch und während der Show. Mein Assistent, heute Abend zum ersten Mal dabei, begrüßen Sie ihn sehr herzlich. Guten Abend, Horst! Schön, dass hier bist, Horst. Es war, das sage ich nicht zu viel, oder? Es war das Ereignis in diesem Sommer, die Sonnenfinsternis. Haben Sie es alle gesehen oder waren Sie in Stuttgart? Jetzt kommt es, meine Damen und Herren. Das große Thema Brillen auf. Ja, ich war in Frankreich, nur wenige Kilometer entfernt von Le Havre. Le Havre, wo die Totalitätszone hundertprozentig zu sehen war. Und in Frankreich mussten Hunderte von Brillen, Hunderttausende von Brillen zurückgenommen werden. Und ich habe mir lange keine gekauft, weil es hat 12 Franc gekostet, umgerechnet 4 Mark. Ist vielleicht schlechtes Wetter, ärgert man sich. Ich habe jeden Abend mit meinem schlechten Französisch gehört, ja, le retin, Retina, die Netzhaut, ja, gefährlich. Und ich bin rausgegangen und es war Wahnsinn. Es wurde dunkel und der Himmel riss auf, es war zu sehen. Und ich habe ohne Brille in die Sonne geguckt. Ich schwöre es,
und habe die Hände so davor gehalten. So, und habe es ein bisschen gesehen, dann wieder weggeguckt und komme zurück und sage, nichts passiert. Und dann sagen mir Mitarbeiter, man merkt das erst später. Ist das wirklich so? Ich dachte, man guckt in die Sonne und sagt, und ist blind und alle sagen, Arschloch, hätte Brille gekauft. Nein! Ja. Horst! Du hattest eine Brille, Horst. Ja, Horst hatte eine Brille, aber ich meine, ja. Naja, gut. Ja, naja, jeden Abend die Nachricht, das habe ich natürlich. Ja, der Horst hatte eine Brille, das ist auch wesentlich vernünftiger. Und jetzt habe ich gehört, es kann passieren, dass einem die Netzhaut verbrennt oder wegschmilzt. Und da muss ich sagen, wenn bei mir die Netzhaut schmilzt, wäre es, glaube ich, eine Verbesserung. Ja, weil mir hat ja auch ein Arzt gesagt, sie ist so verkrümmt. Ja. Und ich stand da und sagte, boah, Wahnsinn, und das erleben wir nie mehr wieder, habe ich geweint. Es sei denn, Sat 1 erfindet im Genlabor etwas, dass wir alle 470 werden. Dann, meine Damen und Herren, ist es schon 2000 Blumenkohl, so wieder so weit. Und es war fantastisch, oder? Haben wir noch nie erlebt, dass es dunkel wird. Plötzlich wird es dunkel. Der absolute Hammer, ja? Die Hühner sind zwar nicht schlafen gegangen, dieses Dreckshühner, aber es war so toll. Es war fantastisch. Und was wir heute zeigen für Sie, das ist noch toller. Es wurde, Sie wissen es, für 2 Minuten dunkel und dann war alles vorbei. Viele Frauen haben gesagt, was soll denn da dran neu sein? Neben mir stand eine Friseurin, Sie haben es gehört, ich habe es gerade gesagt, ich habe die Sonnenfinsternis in Südtirol gesehen und sie hat gesagt, ey, die Sonne ist weg, schmeiß mal 5 Mark nach. Oder? Viele in Stuttgart haben gesagt, gut, dass man die Brille gekauft hat, dann hat es mir in den Augen geregnet. Am Samstag Rekordzuschauerzahl bei unseren Kollegen von RAN. Start der Bundesliga-Saison der 37. Und schon wieder sorgt einer unserer liebsten Freunde für Aufregung, Mario Basler. Sie haben es vielleicht gelesen, der FC Bayern hat ihm 4,5 Millionen Mark angeboten für einen neuen Vertrag. Und Mario möchte nicht unterschreiben. Ja, er fordert so viel Geld für den Bayern, der Spitzname ist bereits Harald. Ich habe das festgestellt, ja, bei dir Sonnenfinsternis, wenn man mal richtig cool und intelligent aussehen will, setzt man sich so eine Brille auf und guckt nach oben. Mario Basler. Sie wissen, er ist auf der einen Seite genial, auf der anderen Seite trinkt er gern mal ein, spielt gerne Karten. Ja, aber ich habe gesagt, liebe Bayern, Weißbier und Pokern, warum nicht? Damit sind wir unter Jupp Derweil Vize-Weltmeister geworden. damals. Bayern München, die Vereine haben sich ja verschuldet, die haben ja Geld ausgegeben. Bayern München hat für einen 17-Jährigen aus Paraguay 10 Millionen bezahlt, 10 Millionen Mark. 10 Millionen für einen 17-Jährigen aus Paraguay. Der Letzte, der das gemacht hat, war Michael Jackson. Kommen wir nur zu einem Thema dunkler als die Sonnenfinsternis. Kommen wir zum Thema Borussia Mönchengladbach. Liebe Gladbach-Fans, Sie können beruhigt sein. Borussia hat den Tabellenplatz vom letzten Spieltag gehalten, nur eine Liga tiefer. Und liebe Gladbacher, ihr wisst ja, also in der zweiten Liga kann man auch absteigen, oder? Läuft nicht überall so toll wie bei unserem FC Köln 1-0 gegen Oberhausen. Für unsere Freunde in China gibt es einen neuen Boom, Sexshops. Sie wissen, die Chinesen waren bisher eher etwas zurückhaltend. Jetzt entdeckt man in China die ganze Welt der Liebe. Sexshops boomen. Und wichtig ist, wenn Sie nach China reisen, müssen wissen, Sexshop heißt auf Chinesisch Shopfui. Shopfui. Auch wenn Sie dort Pornokassetten kaufen oder so. Ja? Die Pornokassette zum Beispiel zum Thema Oralverkehr endet in China nicht mit oh,
war ich gut, sondern und da, hat es geschmeckt. Eine brandaktuelle News aus dem News Center vom Newsmaker Channel Sat.1 in Berlin. Bitte? Ja, bitte. Ja, zeig die Meldung. Liebe Zuschauer, wir unterbrechen für einen Moment unser Programm. Bis Harald Schmidt seinen Schreibtisch erreicht hat, zeigen wir Ihnen Tippen. So, liebe Zuschauer, Harald Schmidt hat nun seinen Schreibtisch erreicht und wir setzen unser Programm fort. Gute Unterhaltung. Horst! Das ist die Atmosphäre, an die du dich gewöhnen musst, Horst, in den nächsten Jahren. Applaus! Ein Publikum, das dich liebt, das geil drauf ist, wenn du hier jeden Abend rauskommst und ja, wir reden da. Ich finde, morgens sollst du vielleicht keine Jeans anziehen, weil ein Anzug kommt hier. Entschuldigung. Hallo? Hallo, guten Abend. Die Sat.1 Zuschauerzentrale. Ja. Welcher Bart? Wie? Ja. Wie was die Zuschauer sagen, der Bart ist scheiße. Jetzt kann man auch ein bisschen anders sagen, oder? Was heißt denn blöde Gesichtsfotze? Nee, das ist doch wirklich. Das ist doch echt. Anruf aus Berlin von der Sat.1 Zuschauerzentrale. Ja. Ja, ist gut. Okay, ja, ist gut, danke. Tja, da könnte man glauben, wir leben in einem freien Land, aber die Sat.1 Zuschauerzentrale vom niegelnagelneuen Supersendezentrum in Berlin hat angerufen. Millionen von Zuschauern haben sich beschwert. Der Bart gefällt ihnen nicht. Und ja, ich muss den Bart abnehmen. Ich dachte, ich komme mit einer Veränderung aus dem Urlaub zurück. Viele Kollegen kommen ja auch mit Vollbärten oder mit einem Pferdeschwanz und das habe ich schon seit Geburt, aber deswegen dachte ich mir, ja. Ja, der Bart schon. Du musst ihn mir abnehmen, Horst. Ja. Dann würde ich sagen, Horst, rasier mir doch mal den Bart schnell ab. Ja, hier. Nicht nass, nimm den Elektrorasierer hier. Den brauchst du nicht einstecken. Der hat einen Akku. Ja. Eine Sekunde, Horst rasiert mit dem Bart schnell ab. Pass ein bisschen auf. Danke dir, Horst. Kannst du wieder setzen. Ja. Das soll diese supermodernen Rasierapparate von Sat.1 kleben gleich Pflaster, wenn geschnitten wird. Automatisch. Du kannst auch mal, du hast da was am Mund, Horst. Mach mal weg. Hier, siehst doch. So. Entschuldigung, das war eine Regelung, aber das ist natürlich bei Sat.1. Die Moderatoren müssen so aussehen, wie das vom Sender befohlen wird. Sie kennen das bei gewissen Sendungen, wo die Moderatoren überhaupt gleich auszusehen haben. Und da haben wir uns natürlich zu beugen. Ein Mann hat sich nicht gebeugt. Und mit dieser eleganten Überleitung komme ich zu einer unserer wichtigsten Rubriken, Jürgen Fliege. Wir haben vor dem Urlaub verhindert, dass Pfarrer Jürgen Fliege von der ARD in die Wüste geschickt wird mit unserer großartigen Umfrage. Er war unser Liebling des Monats Juli. Und jetzt brauchen wir natürlich einen Liebling des Monats August. Und wie immer sollen Sie entscheiden, wer es ist. Wir machen nur die Vorschläge. Bitte. Wer soll unser neuer Liebling des Monats und damit Nachfolger von Flieges Jürgen werden, dem wir ja Gott sei Dank wieder zu einem langjährigen Vertrag verhelfen konnten? Und wie hat der Junge sich gefreut? Hier also unsere neuen Kandidaten.
Vorschlag Nummer 1. Unsere großartige Fußballnationalmannschaft, die auf ihrer Mexiko-Reise gegen Brasilien nur 4:0 und gegen die Amis sogar nur 2:0 verloren hat. Und das, obwohl Erich Ribbeck und Uli Stielicke die Neulinge Udo Klabunde und Ansgar Brinks nicht integrieren mussten und die Stammspieler Silvio Bratzke, Arno Plump und Jörg Schlöpkes gar nicht erst mitgefahren sind, weil sie sich blöderweise vorher schon anderweitig verabredet hatten. Unter diesen Voraussetzungen Weltklasse, Jungs. Kandidat Nummer 2. Der wahrscheinlich beste Autofahrer der Welt, Eddie Irvine. Er hat allen gezeigt, dass man durch überragendes Können selbst mit einer italienischen Schrottkarre haushoch überlegene Technik besiegen kann. Hoffen wir nur, dass sein derzeit verletzter Assistent, der Rennfahrer Michael Schumacher aus Deutschland, bald wieder dabei ist und ihm auf dem Weg zum Weltmeistertitel ein klein wenig unterstützen kann. Toi, 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 Eddie. Kandidat Nummer 3. Der Neue beim HSV, Schuhfetischist Roy Preger. Mit dieser Unterschreitung aller Geschmacksgrenzen hat er unsere Herzen im Sturm erobert und hätte beste Chancen, unser Lieblingsossi zu werden, wenn diesen Platz nicht schon der wunderbare und süße Jens Weißloh für alle Zeiten eingenommen hätte. Dennoch, Roy Preger ist ein großer Hoffnungsträger und wir fragen uns, wann küsst er den Schuh seines hereingrätschenden Gegenspielers? Wir sind gespannt. Kandidat Nummer 4, Michael Stich. Die quietschfidele Stimmungskanone aus Elmshorn. Er bekommt eine große Samstagabendshow bei Pro7. Da will er es schaffen, erstmals 5 Sätze in weniger als 2 Stunden zu schaffen. Und schließlich Kandidat Nummer 5. Mehr als ein Geheimfavorit. Der Mond. Ein wahrer Tausendsasser. Er macht, dass es in der Nacht hell ist. Und den Tag ganz dunkel machen, das kann er auch. Er macht, dass den Menschen überall schön Haare wachsen. Und bei vielen Menschen sorgt er für herrliche Schlaflosigkeit. Fazit, der Mond ist sehr, sehr gut. Und jetzt sind Sie dran. Drücken Sie jetzt auf den Knopf an der Unterseite Ihres Fernsehsessels. Dankeschön, Sie haben gewählt. Unser Liebling des Monats ist Eddie Irvine. Fantastico! Leichte Buß. Hast du gehört, Horst? Leichte Buß hier. Du bist auch schön gekommen. Ja. Wir alle sind Schumi-Fans, aber eine faire demokratische Abstimmung. Und Eddie Irvine hat ja, wenn ich richtig informiert bin, glaube ich, 2 Punkte Vorsprung. Ja, 2 Punkte Vorsprung vor Mika Häkkinen und 2 Jahre Vorsprung vor Mika Salo. Da lief es nicht so im letzten Rennen. Ja, das kann schon mal vorkommen. So. Ihre Entscheidung. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir riskieren nicht zu viel, wenn wir sagen, der neue, künftige Weltmeister der Formel 1, Eddie, wir in Deutschland lieben dich. Was erlaube Italiener? Hä? Eddie Irvine. Das war eindeutig. Sehr zögerlich hier bei unserem Publikum die Zustimmung, aber es war eine demokratische Entscheidung. Und jetzt kommen wir zum Naturereignis der Sonder... Jetzt, red mir jetzt mal nicht dauernd rein, Horst. Ja? Ich muss es mal erklären, das ist eine wichtige Sache, weißt du, das ist ja auch naturwissenschaftlich nicht ganz unkompliziert, was ich jetzt... Und mach dir doch mal die Jacke zu. Okay. Horst, er ist neu und wir sollten ihm die Zeit geben, die er braucht. Horst, wird schon. Ein Riesen-Naturereignis, meine Damen und Herren, wird heute unmittelbar nach Ende der Show eintreten, und zwar folgendes. Die Sonne, dieser großartige Planet, wird für ungefähr 8 Stunden völlig verschwinden. Ein absoluter Wahnsinn. Es wird stockdunkel werden, ja? Dieses Ereignis können Sie heute zum letzten Mal sehen. Sie sehen es dann erst wieder morgen. Und das Wahnsinnige ist, wir können Ihnen erklären, wie das technisch aussieht. Dieses Ereignis ist die sogenannte Finsternis-Mond-Sonne, volkstümlich. Die Finsternis-Mond-Sonne, der Fachausdruck heißt kurz Phimose. Und wir wollen Ihnen einmal erklären, wie das funktioniert. Das hier kennen wir alle. Das ist unsere gute Erde. Ja? Eine... Lassen Sie nichts einreden, die Erde ist eine Scheibe.
nicht von irgendwelchen Italienern da was einreden. Das ist die Erde. Und auf dieser Erde gibt es viele tolle Länder. Zum Beispiel Deutschland. Herr Horst, hier ist Deutschland. Ja. Ja. Das ist Deutschland. Und hier Deutschland, da regnet es. Das kürzen wir mal ab. So. Dann haben wir hier ungefähr Afrika. So, hier ist Indien. Und hier ist der Rest. Und dann, ganz wichtig, die Ozeane. 70% der Erdoberfläche besteht ja aus Wasser. Also, sag mal, realistisch ist das Wasser so, aber ich finde, so sieht es besser aus. So, das ist unsere Erde. Und hier haben wir den Mond. Ja. Der Mond ist eigentlich immer da, wenn man ihn mal gerade so irgendwie braucht. Ich mache mal hier rein, da ist er besser zu sehen. So, das ist der Mond und das ist die Sonne. Das ist natürlich symbolisch vereinfacht, aber es entspricht in etwa den Größenverhältnissen. Und wenn Sie auch Mallorca-Urlaub gemacht haben, wissen Sie, man darf die Sonne möglichst lang nicht runterfallen lassen. So, und die Sonne geht hier praktisch auf, also drüben kann man sagen, ja, und dreht sich einmal pro Tag um die Erde. Die Erde tut nichts, liegt einfach nur da und sagt, mach mal. Und die Sonne geht auf und geht unter. Und jetzt wird das Tolle passieren, was wir heute zeigen wollen. Abends kommt es zu dieser Finsternis Mond-Sonne, siehe wie Mose, und dann fällt die Sonne hier ins Wasser und ist nur in Ländern zu sehen, die im Fußball noch nie was erreicht haben. Ja, hier. Und hier sein. Und damit Sie jetzt sehen, dieses unglaubliche Ereignis, dass die Sonne für 8 Stunden verschwindet, wollen wir jetzt für Sie zeigen, wie das auf die Menschen in Deutschland emotional wirkt. Wir schalten zu unserem Sonder- und Star-Reporter Kai Edel, der live auf der Sternwarte in Kiesbach für uns steht. Hallo Kai, guten Abend. Schönen guten Abend, Kai. Hallo, hallo Köln. Hallo Harald Schmidt. Grüße Sie. Kai. Sie stehen im Zentrum dieses nahenden Spektakels. Wie ist die Stimmung vor Ort? Unglaublich feierlich, Herr Schmidt. Fast mystisch. Fast mystisch. Eine geradezu weihevolle Atmosphäre liegt über dem Gelände. Tausende Schaulustige haben sich hier versammelt, wollen bei diesem einzigartigen Naturschauspiel dabei sein. Sonne weg, macht keinen Zweck. Sonne weg, macht keinen Zweck. Gießbach liegt ja in der Kernzone, Kai. Wann wird denn die Finsternis Sie voraussichtlich erreichen? Nur nach unseren Berechnungen müsste es minütlich soweit sein, Herr Schmidt. Wir haben aber natürlich Kollegen in ganz Europa, die das Phänomen auch beobachten. Ich gebe jetzt mal zu Victoria Kant nach Cornwall in England. Ja, viele Grüße aus Cornwall. Es ist Scheißwetter, es ist nur ein Pissen und ich habe nicht viel Lust, das hier zu machen, aber ich muss ja, Sie sehen, hinter mir sind da die Leute am Strand und lassen sich vorpissen, die Idioten, wie auch immer, ich warte hier auf was auch immer und gebe zunächst zurück nach Deutschland. Ja. Schade, Kai, Regen in Cornwall. Ja. Kann denn die Phimose bei diesem Wetter überhaupt stattfinden? Nun, dazu müsste ich jetzt Professor Dieter Funz befragen. Professor Funz, Sie sind Phimose-Forscher. Wird es denn im Laufe des Abends noch dunkel werden? Ja. Also Sie meinen schon? Ja. Und wir werden das dann unabhängig auch vom Wetter erleben können? Ja, ja. Danke, Professor Funz, für diese erste Prognose. Ja, Harald Schmidt, die Stimmung hier wird immer euphorischer. Es ist unglaublich. Sonne runter, dann wird's dunkler. Sonne runter, dann wird's dunkler. Sonne runter, dann wird's dunkler. Ja, fantastisch, Kai. Die Brillen sind doch wirklich hoffentlich absolut sicher. Ja, das sind speziell geprüfte Sonnenuntergangsbrillen. Damit kann man direkt in die Phimose blicken. Ich gebe jetzt aber noch mal nach Cornwall. Victoria Kant, wie sieht's aus?
Ja, Kai, es ist immer noch am Pissen hier. Ich muss mittlerweile dringend prosten. Und ich hoffe, dass der ganze Mist hier bald vorbei ist. Ja, schade, Kai, das scheint ja nicht so ganz so zu laufen. Ja. Wann gab es das letzte Schauspiel dieser Art? Da frage ich jetzt noch mal unseren Experten, Professor Funz. Professor Funz, wie lange liegt die letzte Fimose eigentlich zurück? Die letzte war gestern, ja. Mhm, gestern. Und wann gibt's die nächste? Die nächste gibt's morgen. Morgen. Ja. Ein wirklich zu Herzen gehendes Phänomen. Wie reagieren denn eigentlich die Tiere auf diesen Vorgang? Da haben wir ein Experiment vorbereitet. Und zwar haben wir einen Elch vorbereitet, Herr Schmidt. Nur mal zeigen. Und Tiere reagieren in der Dämmerung ja wirklich zum Teil sensationell. Hoffentlich klappt's jetzt. Das ist also der Beweis, Elche gehen in der Dämmerung auch pennen dann. Ja, Kai, erstaunlich. Wann erreicht denn jetzt die Fimose ihre Totalität? Ja, eigentlich sollte es längst soweit sein. Professor Funz, kommen Sie gerade noch mal. Wann wird es dunkel, Professor Funz, und warum ist es noch nicht dunkel? Ich denke mal, dazu ist es noch zu früh. Ja. Dazu muss erst richtig Abend werden. Ja. Wenn das erst mal angefangen hat, bleibt es aber auch 8 Stunden schön dunkel. Ist jetzt scheiße für uns, ne? Ja. Schade, Kai, die Zeit haben wir leider nicht, aber vielen Dank für den Bericht und für diesen ersten Eindruck. Danke. Danke, Kai Edling-Kiesbach. Wir wollen natürlich einmal schauen, wie wirkt sich denn diese Fimose, diese Finsternis-Mond-Sonne in verschiedenen deutschen Städten aus. Mit Hilfe des neuen Sendezentrums in Berlin ist es uns jetzt möglich, in 3 deutschen Städten gleichzeitig zu sein. Hamburg, vielleicht mal ein kurzer Stimmungsbericht in Hamburg, Berlin und München. Ja, so ist die Stimmung jetzt. Ich denke, das wird noch sehr spannend werden, meine Damen und Herren, mit dieser Fimose heute Abend. Horst, ich darf dich jetzt bitten, dass du einen Sessel weiterrückst, denn jetzt kommt der erste Gast. Ja, wir haben noch einen Stuhl für dich und dann setz dich eins weiter, denn hier unmittelbar neben mir, Horst, sitzt ja immer der Gast. Mein erster Gast, meine Damen und Herren, ist Chefreporter bei RAN. Er feiert demnächst sein 7-jähriges Jubiläum als RAN-Moderator und er ist einer der populärsten Fußballjournalisten in Deutschland. Und außerdem ist er ein wirklich lieber und enger Freund unserer sympathischen kleinen Familienshow. Herzlich willkommen, Jörg von Tonna! Ich mag ihn. Ja. Er ist ein Fan von dir. Oh, danke. Stört auch gar nicht weiter. Nee, er ist ein Horst, ist ein Riesen. Ist er okay? Ja, hat er gefragt, ob du Autogramme mitbringst von Spielern und so weiter. Ja. Euch kann man ja dem ganzen Team von RAN nur gratulieren. Ein unglaublicher Erfolg. Und zwar der erfolgreichste Start in eine neue Bundesliga-Saison, seit es diese Sendung gibt. Ja, ist gut gelaufen. Ja, ne? Wirklich. Ja, über 5 Millionen Zuschauer, das im August. Normalerweise haben wir da wirklich nur 4 oder 4,5. Ja. Aber ich glaube, die Leute waren auch alle wieder heiß auf Fußball. Mit Sicherheit. Es gab ja keinen Fußball, sondern nur die Spiele der Nationalmannschaft. Genau. Und warst du da auch zufällig in Mexiko online? Gott sei Dank, nein. Aber ich muss wirklich sagen, ich schaue mir auch grundsätzlich keine Gehöfte-Spiele an. Da habe ich mich auf die Bundesliga gefreut. Gehöfte-Spiele, das ist ein schöner Ausdruck. Okay. Ihr seid ja umgezogen nach Berlin, das muss ich vielleicht für die RAN-Fans sagen, für die Tausende, die am Sonntag und am Samstag vielleicht in Hamburg randaliert haben. Nein, ihr seid jetzt in Berlin. Ja, ist es eine große Umstellung? Nein. Nee, also ich bin früher von Bremen, wo ich gelebt habe, nach Hamburg im Auto gefahren und jetzt ziehe ich von Spanien nach Berlin im Flugzeug. Ja, das ist ganz kurz, das hat man gelesen, du bist in Marbella. Ja. Ja, in einem wunderschönen Haus. Bist du Hausmann? Bist du Selbstversorger? Du, ist eine richtige Umstellung geworden, muss ich ehrlich sagen. Ich fühle mich wie bei der Bundeswehr früher. Weißt du, wieder Betten machen, wieder Wäsche alleine waschen, wieder kochen und sowas alles. Und gelingt auch nicht immer. Ich gebe es zu, ich habe das erste Mal Wäsche gewaschen. Strümpfe bei 90 Grad. War, glaube ich, falsch, oder? Du trägst ja auch diese Feinstrumpfhosen wie ich. Aber die sind um das Ganze.
Also das heißt aber, du bist doch wahrscheinlich eh nicht da, oder? Du bist doch dauernd in irgendwelchen Stadien oder du moderierst die Sendung. Also wahrscheinlich bist du doch mehr im Flugzeug oder unterwegs als immer Bär. Nee, das Schöne ist halt, dass der Fußball auch zweimal im Jahr Pause macht, ne? Also zumindest die Bundesliga. Ja. Das heißt, im Sommer hast du 2 Monate Zeit, um dort wirklich zu sein und auszuspannen. Und im Winter hast du auch nochmal Januar bis Mitte Februar Zeit. Ja. Die Zeit bin ich in ganz da. Und ansonsten lebt man ein bisschen aus dem Koffer. Jetzt sag doch mal, du bist doch wahrscheinlich einer der Sportreporter, die Mario Basler am besten kennen. Ganz lieber, ja. Oder ist er ein lieber Kerl? Also ist ein genialer Fußballer. Ja, und ich habe das auch sehr gutiert, was du vorhin gesagt hast. Also es war schon Wahnsinn, wie ein Mann so ein Angebot ausschlagen kann. 4,5 Millionen für ein Jahr ist schon wirklich eine stolze Leistung, da Nein zu sagen. Was glaubst du, warum hat er das gemacht? Ich glaube, der hat sich richtig geärgert darüber, dass der Hitzfeld ihn auf die Ersatzbank gesetzt hat am ersten Spieltag. Weil es waren ja sowieso, wie wir alle wissen, 5 Bayern-Stammspieler verletzt. Ja. Also hat er schon gedacht, da kommt er ins Spiel rein und muss auf die Reservebank, hat er gesagt, dem zeige ich es jetzt mal. Und dann hat er ja das große Glück, dass sein Vertrag im Juni 2000 ausläuft. Ja. Und dann ist er ablösefrei. Das heißt, da könnten sich schon einige andere Vereine für ihn interessieren. Otto Rehhagel war ja auch gleich am Sonntag bei uns in der Sendung. Ja. Und hinter den Kulissen habe ich gemerkt, dass da durchaus so eine gewisse Zuneigung vorhanden ist zwischen den beiden. Als sie sich sahen und begrüßten, wirklich mit Zungenkuss, ne? Also die haben sich, tatsächlich. Die lieben sich heiß und innig. Ja. Unglaublich. Das heißt, die kennen sich ja schon aus Bremer Zeiten. Genau. Ja. Das heißt, Mario Basler könnte dann vielleicht für noch mehr Geld oder zumindest für die gleiche Summe nach Kaiserslautern gehen und noch ein Handgeld kassieren, weil ja keine Ablösesumme mehr von Kaiserslautern an Bayern München gezahlt werden müsste. Das ist es eben. Ja. Das Handgeld ist natürlich ganz spannend für einen wie Mario Basler oder einen Fußballer, der ablösefrei ist. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du einen Verein wechselst, dann kriegst du halt vorher, bevor du spielst, noch mal ein bisschen was auf die Tasche. Und ich glaube auch, dass Kaiserslautern nicht so schwach auf der Brust ist. Die haben ja jetzt auch den Joker F gekauft, einen echten Weltmeister. Ne? Sag mal ganz ehrlich, ist das, wird das was mit dem Joker F oder sagt Inter Mailand? Nee, also ich glaube, dass der gut Fußball spielen kann. Ja. Ja, die Krampen liefern sie alle bei Werder Bremen ab. Ja, aber dann, ich sagte nur mal, Pokalfinale! Ja, Pokalsieger. Ja, gut. Ja, klar. Ja. Bayern geschlagen, gut. Das war natürlich zu dieser Zeit, haben auch kleinere Mannschaften wie Manchester oder so geschafft. Also man musste irgendwie nur 89 Minuten abwarten und dann die Dinge klar machen. Ja? Du musst Zeit haben im Leben. Gegen Bremen ging es sogar ins Elfmeterschießen. Jetzt ist die Frage, Kaiserslautern hat gegen Dortmund gewonnen. Und bei Dortmund ist es ja so, es heißt immer 1-0 verloren und 62 Millionen. Also diese Summe wird immer gleich mitgenannt, die Dortmund investiert hat in neue Spieler. Lohnt sich das überhaupt, so viel Geld für Spieler auszugeben? Naja, die Bayern zeigen es ja schon so ein bisschen, dass es sich lohnt, gut zu investieren. Also wenn du wirklich einen guten kriegst für viel Geld, ist alles in Ordnung. Ja. Und wenn du dann halt doch ein bisschen daneben greifst, weil ein Spielervermittler eigentlich einen nicht so ganz guten Mann für viel Geld angedreht hat, dann wird es auch schwierig für jeden Trainer. Der Michael Skibbe zum Beispiel, wenn sich bei Dortmund so weiterentwickelt wie jetzt, der steht dann schon sehr bald unter Druck. Junger Trainer, will sich auch durchsetzen, setzt mal schnell Andi Möller auf die Bank. Andi Möller hat aber so eine gewisse Hausmacht, hat auch ein bisschen Publikum hinter sich. Wenn die beiden sich so anlegen wie Hässler und Skibbe im letzten Jahr, dann glaube ich, wird der Ausgang dieses Mal bei Möller ein anderer sein. Gut, Hässler ist jetzt der wird bleiben. Ja. Ja. Du meinst, der Hässler bleibt und Skibbe wird Sportdirektor. Bleibt. Möller bleibt und Skibbe wird Sportdirektor. Ja, oder Frührentner. Nein. Glaubst du das? Nein, ich glaube, obwohl es hieß schon, dieses Gefährliche, wir stehen hinter ihm. Und das ist immer so ein erstes kritisches Zeichen, ne? wenn der Vorstand das sagt. Wenn der Präsident sagt, wir stehen hinter ihm, dann muss der Trainer sich eigentlich sofort nach einem neuen Job umschauen. Sat.1 steht hinter, vor, über und unter dir. Also Sat.1 muss sich doch eigentlich in Watte packen und auf Händen tragen. Du, ich bin jedenfalls sehr dankbar, dass ich da seit 7 Jahren arbeiten darf. Hat unheimlich viel Spaß bisher gemacht. Wird auch so weitergehen. Du hast einen Vertrag? Bis zum nächsten Jahr, bis Juni 2000. Ja. Aber mit einer Option, die Sat.1 ziehen kann. Das heißt, die können sagen, wir wollen dich gerne noch 2 oder 3 Jahre weiter behalten. Aha. Und nun gibt es ja aber so einen kleinen konkurrierenden Frauensender, der plötzlich auch Fußball überträgt. Ne? Ja, aber Jörg, was willst du beim Frauensender? Ja. Naja, vielleicht findet man eine neue Ehefrau da oder sowas, wer weiß. Ne? Bitte? Bist du auf der Suche? Nein. Nein, überhaupt nicht. Nein. Auf jeden Fall ist so, dass so ein Sender wie TM3 logischerweise jetzt bei den anderen Sendern, die funktionierende Sportredaktionen haben, ein bisschen nachschaut. Welche sind das? Achso, Sat.1 natürlich. Sat.1 logischerweise, ne? Ja. Dann wieder Sat.1 und Sat.1. Und Sat.1. Und Waldi Hartmann. Und Waldi Hartmann, ja. Der wäre beim Frauensender auch gut aufgehoben, finde ich, oder? Ja, ich weiß auch nicht, den haben sie irgendwie nicht genommen.
Haben Sie ihn gefragt? Weißt du das? Ich glaube auch nicht. Spricht sich das eigentlich unter euch rum? Also wir wissen zum Beispiel, wenn du sagen, bei uns eine Show gegen die Wand fährst oder was, und sagst, okay, mach eine Pause und dann machst du eine Lotteshow bei der ARD. Also so ist es bei uns. Ja? Und ist es bei Sportreportern auch so, dass man so ein bisschen hört, oh, die haben dem das geboten, die wollen den haben? Das spricht sie doch auch rum, oder bei euch? Natürlich spricht er das rum und bei uns ist es auch so ähnlich. Wenn du bei uns halt so eine Fußballsendung an die Wand fährst, ja, dann machst du im nächsten Jahr Badminton-Bundesliga. Das ist auch so, ne? Völlig klar. Wobei es ein toller Sport ist und wir wollen niemanden diskriminieren, der Badminton spielt. Sehr schön, ne? Ja. Aber man weiß natürlich, welche Kollegen von wem angefragt worden sind, auch von welchem Sender. Das weiß man schon. Ja. Weil die Kollegen kokettieren ja auch bei gelegentlichen Treffs mal ein bisschen. Ne? Und dann hört man schon, ja, der hat mir das angeboten, der hat mir das angeboten. Aber ich bleibe. Ich bleibe selbstverständlich, sagen wir mal. Ja, ja, klar. Ja. Ne? Und du bist also nächstes Jahr in der Situation wie Mario Basler, das heißt Ende des Vertrages. Ja, ich bin zwar auch ablösefrei, aber ich kriege kein Handgeld. Das unterscheidet uns. Ja, und die Idee überhaupt zu sagen, das war's, ich habe eigentlich alles erreicht in meinem Job, ich mache nur noch Marbella, ein bisschen Golf. Spielst du mit dem Gedanken auch? Ist ein bisschen wenig, ne? Nur Golf spielen ist wirklich ein bisschen wenig. Außerdem kommt dann ja sofort wieder die alte Frage, sagen Sie mal, spielen Sie auch schon Golf oder haben Sie noch Sex? Ja. Das will ich an mich nicht herantragen lassen, so eine Frage. Wie ist das bei dir mit diesem Thema? Zum Thema Golf kann ich viel erzählen, das ist kein Problem. Ja, da hat man auch einen, der einem den großen Sack hinterher schleppt auf dem Grün. Ja, ja. Bis jetzt eine Weile. Bis jetzt eine Weile in Deutschland oder geht's gleich wieder zurück nach Spanien? Nee, ich bin jetzt erstmal in Deutschland, weil die Bundesliga ja noch ein bisschen spielt. Jetzt drei Spieltage hintereinander, dann ist eine Woche Pause. Ja. In der Zeit gehe ich auch wieder nach Marbella zurück und komme im September logischerweise wieder. Jetzt spiele ich noch ein bisschen Golf, weil ist so ziemlich das einzige Mal, dass ich relativ dicht ans Loch ran kann. Ne? Weil ich bin ja jetzt Junggeselle. Ja, bist du das? Also du sagst, bist du Single? Man kann das so nennen, Marbella-Single. Marbella-Single, das ist natürlich eine Ecke, wo da unten immer diese Regenwetter und keine Disco und nix. Also, ganz, ganz das schrecklich. Ist schon, das gibt mach's wie ich, fahr nach Österreich, da brummt der Bär. Ist wahr, in Südtirol, ja? Südtirol. Ja. Horst auch da gewesen. Horst! Ja. Du bist immer ein gern gesehener Gast bei uns. Gerne. Ja? Das war heute das sechste Mal. Toi, toi, toi. Weiterhin viel Erfolg brauchen wir. Ich wünsche, es läuft wunderbar. Ist okay. Und vor allen Dingen, eins ist ja schön, weißt du, die Bundesliga ist wieder da. Ja. Harald ist wieder da. Ja. Hurra, wir leben wieder. Ne? Ja, oder? Aber wirklich. Ja? Schön hätte man das nicht sagen können. Jörg von Thora, meine Damen und Herren. Mein nächster Gast ist in der ARD-Serie Marienhof dabei, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen, Celia Kim. Seht ihr das, Horst? Ah, guten Tag. Horst ist neu bei uns und nimmt Platz. Das ist aber ein Outfit, mein lieber Mann. Das habe ich ja vorhin, als wir uns kurz begrüßt haben, gar nicht gesehen. Ich habe nur die Schuhe gesehen. Hat das heute Premiere für dich, dieses Outfit? Mhm. Ja. Und es steht dir wirklich atemberaubend. Dankeschön. Ja. Das Interessante bei dir, finde ich, wir duzen uns ja hier immer alle in der Sendung. Wir sind ja eine große, die große Showfamilie. Und du hast gesagt, du weißt nicht, ob du es durchhalten kannst, weil du bist anders erzogen worden. Das sind zwei Neuigkeiten. Du bist ein Gast bei mir, der überhaupt erzogen wurde. Und, eine sehr interessante Konstellation bei den Eltern. Der Vater Deutscher, die Mutter Koreanerin. Genau. Ja. Und ich nehme an, diese Strenge, das ist das Koreanische, das da durchschlägt. Ja, aber mein Vater hat sich da sehr gut angeglichen, muss man sagen. Sprichst du Koreanisch? Ja. Perfekt? Naja, also sobald ich ein bisschen länger spreche, spreche ich eigentlich recht gut. Ich verstehe aber alles. Aha. Ich wollte natürlich auch begrüßen auf Koreanisch. Bitte. In meinem bayerischen Outfit. Ja, denn wir haben sehr viele koreanische Zuschauer. Ja, ja. Alles klar. 여러분 안녕하십니까. Weißt du, kommt aus Südkorea. Das ist ein Land, über das wir eigentlich gar nicht wissen, Korea. Wir wissen vielleicht noch, dass es Nord- und Südkorea gibt. Lässt sich das irgendwie in ein paar Worten beschreiben? Gibt es so was Typisches, wo man bei uns sagt, Lederhose, Bier, Weißwürste und die Nordsee? Gibt es so was Typisches von Südkorea? Ganz scharfes Essen. Wirklich wahr? Super scharf. Ja. Also mein Vater hat da ganz was Lustiges gemacht. Und zwar war ich, als ich 6 war, ein bisschen länger da. Und so vor der Schule. Und mein Vater hat uns dann besucht. Ja. Und mein Bruder und ich haben gesagt, weil natürlich viel aufgetischt war und alles Mögliche.
Und wir so, Papa, nicht essen. Und Papa so, man muss alles probieren. Hat sich dann gleich das Schärfste rausgepickt. Was hat war dann das? Erstmal Gakdugi. Das ist Rettich in Quadrate gehackt, ja, und ganz scharf angemacht. Ja. Und dann hat mein Vater erstmal einen Eimer Wasser danach getrunken. Ja. Die ganze Familie hat gelacht und dann hat er gleich einen Stein im Brett gehabt. Wie ist das eigentlich mit der Speiseröhrenkrebsrate in Südkorea? Wird das interessieren? Mich als Hypochonder, weil dieses scharf Essen haut einem doch irgendwie die Speiseröhre raus. Oder vertragen das die Leute? Nee, eigentlich ist es sogar gut, dass man nimmt nicht so viel zu, dadurch, dass das scharfe Essen eigentlich sehr viel verbrennt. Deswegen sind auch die meisten Asiaten, die man da so sieht, sind ja eigentlich recht dünn. So. Ja, weil sie sehr viel scharf essen oder überhaupt sehr, sehr bewusst sich ernähren. Ja. Ja. Was bei dir auffällt, ist deine tolle und für mich wirklich beneidenswerte Haltung. Es ist die Haltung einer Tänzerin. Mhm. Du hast eine Ausbildung bei einem wirklich der tollsten Modern Dance Ensembles, ja, bei Alwin Ailey. Mhm. In New York war das? Ja, genau. Wie lange warst du da? Ich habe die Ausbildung 2 Jahre gemacht, weil ich in Deutschland habe ich angefangen, ja, an der Folkwang Musikhochschule, ja, in Essen, und dann bin ich rübergegangen nach Amerika, weil in Amerika doch anders ausgebildet wird. Härter? Ja, und man wird einfach mehr auf den Beruf trainiert. Ja. Das ist also schon so, dass man dort, da das Geschäft viel härter ist, ja, viel früher zu Auditions geht und ganz anders vorbereitet wird. Was ist denn dein ursprünglicher Berufswunsch? Ich wollte eigentlich Tierforscherin werden. Hm. Und dann haben meine Eltern mir aber gesagt, da fängt man nicht bei Löwen an, sondern mit Spinnen. Und da ich Arachnophobie habe, habe ich gesagt, ne, mache ich nicht. Angst vor Spinnen? Totale Angst. Wirklich wahr? Ganz schlimm. Also wenn ich eine ganz kleine Spinne im Zimmer habe, rufe ich immer nach dem Papa und dann muss der Papa die töten. Und wie ist das mit der Schlange? Dein Vater tötet Spinnen? Ja, ja, ja. Was sollen deine Kinder sagen, die Angst vor Katzen haben? Papa! Ich kann es nicht sehen, vor Spinnen habe ich keine Angst, auch vor Schlangen. Horst hat wahnsinnig Angst vor Schlangen. Ja. Hab ich ja Glück gehabt, dass ich mich nicht auf Horst draufgesetzt habe. Ja, Horst hätte es vielleicht gefallen. Wie ist das mit Marienhof? Das ist eine Sache, an die du zufällig gekommen bist. Wie lief das? Ich habe ja vorher Musicals gemacht, ja, und habe mich dann bei einer Agentur, Casting-Agentur, beworben. Ja. Und die haben ein Videoband von mir gemacht und haben dann gesagt, die hatten diese Anfrage von Marienhof schon da liegen. Und haben dann gesagt, magst du es machen? Magst du da mal dein Videoband hinschicken? Und ich so, ja, klar. Ja. Und dann haben die mich hingeschickt und dann ging das super schnell. Also ich war donnerstags beim Casting und, ja, mittwochs wusste ich schon Bescheid. Das war dann ganz schnell. So schnell geht es ja nicht mal auf dem Gesundheitsamt. Ja, ne? Oder? Ja. Da muss man noch Pröbchen diverse abgeben. Ja, genau. Das war sehr, sehr interessant. Ich würde mich freuen, wenn du uns in einem halben oder dreiviertel Jahr wieder besuchst. Du wirst sicher beim Marienhof bleiben. Und ich denke, mhm, auch nach heute Abend wird das für dich mit Sicherheit noch sehr erfolgreich weitergehen. Ja, und das nächste Mal komme ich dann in koreanischer Tracht. Ja, das ist bestimmt irgendwie noch aufregender. Ist das sehr viel, nee, ist das sehr viel Seide? Ist ganz viel Seide, aber, ja, dann sieht man aus wie so eine kleine, wie diese Barbies, die auf den Toiletten hockten. Diese Toilettenschützer, so sieht man dann aus, wenn man so eine fette Tonne ist. Und ich glaube nicht, dass es so, aber man mag halt auspacken, denke ich mal dann. Und du bist ja keine fette Tonne. Ja, aber so sieht man dann aus. Ich war beim Casting mit diesen, ach so, Anziehsachen. Ist das mit so einem Kissen auf dem Rücken und so? Nein, ah, die Kissen sind ja in Japan. Und da hat mich dann die Castingfrau hat mich gefragt, irgendwie, welche Größe ich trage. Ich so 34. Sie so, müssen wir mal gucken, wie das da drunter aussieht. Ja. Ob das wirklich 34 ist. Es ist 34. Halt höchstens. Nach einem ganz scharfen Essen. Ja, Celia, alles Gute, vielen Dank. Horst! Danke von mir heute Abend, Horst, sehr gut gemacht. Morgen Abend, meine Damen und Herren, meine diskrete kleine Geburtstagsfeier mit meinen engen Freunden morgen Abend. Anke Engelke und Mike Krüger. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen Abend. Gute Nacht. Tschüss.